Vor einigen Wochen haben sich Shirohige und Simon Brich unter dem gleichen Video für eine Realisation von Minesweeper in Minecraft ausgesprochen. Und natürlich haben wir das mal wieder umgesetzt. Ja, die Aufgabenstellung war im Speziellen einmal normales Minesweeper und dann auch noch 3D-Minesweeper. Und da habe ich mir gedacht, das könnte man ja vereinen, indem man einfach die Dimensionen variabel macht. Das heißt, wenn man 2D spielen will, macht man halt eine Dimension auf 1. Wenn man 3D spielen will, kann man die eine Dimension hochschrauben. Aber bevor jetzt hier was passiert, machen wir vielleicht mal die Clocks erst an. Und der eine oder andere wundert sich jetzt vielleicht, wir sind im Snapshot. Und zwar 15W44B, also top aktuell dieses Video. Zum Zeitpunkt des Erscheinens. Zum Zeitpunkt des Erscheinens, ja. Und warum habe ich das gemacht? Ich weiß es selber nicht mehr so richtig. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Auf meinem Laptop, muss ich sagen, im Singleplayer hat es einen sehr guten Eindruck gemacht. Läuft für mich besser auf einer Flat-Welt. Und die Autovervollständigung in Command-Blöcken und die Command-Clocks allgemein sind jetzt vielleicht nicht unbedingt besser, aber machen das Arbeiten an der einen oder anderen Stelle bequemer. Am Ende ist das Ganze halt viel länger, weil wenn man es übersichtlich baut, nur ein Command pro Längeneinheit zustande kommt. Aber so viel zur Theorie. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, hier mit diesen Hebeln kann man sie einschalten. Es sind zwei Clocks. Die eine Clock ist nur fürs Erstellen des Felds da. Die andere fürs Berechnen des Spiels. Ja, wie läuft das Ganze jetzt? Man kann hier alles einstellen. Die Schilder werden schön aktualisiert. Und hier kann man die Minenanzahl auch einstellen. Also man kann hier zum Beispiel die diversen Modi, die man aus dem Windows Minesweeper, jetzt wollte ich schon Minecraft sagen, Minesweeper kennt. Also ich weiß nicht, was da so die Modi sind, aber das sind ja dann die 2D-Modi. Oder man spielt eben dreidimensional und hier kann man dann eben die Minenanzahl einstellen. Man sieht gleichzeitig auch, wie viele insgesamt Felder es gibt, damit man recht bequem abschätzen kann, wie hoch der Minenanteil dann am Ende ist. Weil man muss sagen, gerade im 3D-Bereich sollte man den Minenanteil nicht zu hoch wählen, sonst ist es echt sehr schwierig. Im 2D-Bereich ist natürlich alles von der Schwierigkeit her wie gewohnt. Und das Tolle ist, diese ganze Einstellgeschichte ist komplett autark und, beweglich, alles in relativen Koordinaten, weil alles in die Schilder gepackt ist. Es hat Celestor, haben Celeste und ich in stundenlanger Arbeit in die Schilder gepresst. Als Profi also, der Escape Artists. Ja, genau, die Escape Artists, weil man muss sehr viel escapen. Und auf einen so einem Schild sind ungefähr 900 Zeichen so im Schnitt, sage ich mal. Das will schon was heißen, wir können mal kurz reingucken. Also man sieht es, hauptsächlich sind es Escape Backslashes, weil es so verschachtelt ist. Aber wir haben es geschafft, wirklich die gesamte Berechnung, die hier unten dann drin steht, alles in die Schilder zu packen, inklusive des Updates der Schilder und so weiter und so fort. Gut, aber ich denke, die genaue Technik dahinter ist jetzt nicht so interessant, da sehr undurchsichtig. Wir erstellen jetzt einfach mal zum Testen ein kleines Feld, ein zweidimensionales erstmal. Mit einem nicht so hohen Minenanteil machen wir mal 15 Minen. Aber was man schon gesehen hat, ist, dass sich diese Minenanzahl aktualisiert sich nur, wenn man hier quasi auf Plus oder Minus drückt bei den Minen. Es hat nicht mehr in die anderen Schilder gepasst, weil in einem Schild passen leider nur 4 Befehle. Soweit ich weiß, haben wir, glaube ich, alle Befehle. Schilder, jedes Schild ist hier mit 4 Befehlen, jedes anklickbare. Und hier kriegt man das Ei, mit dem man starten kann. Das Feld baut sich wie gewohnt in positive Richtung aus, auf. Also es sollte sehr viel Platz in diese Richtung hier sein, wenn man das Feld aufbaut. Und es ist TNT im Spiel. Wir empfehlen daher, mindestens hinter diese schwarze Linie hier zu gehen. Für den Fall, dass man nämlich versagt, explodiert alles. Tada! Und jetzt kann es eigentlich schon losgehen. Das heißt, eine Einschränkung ist, sonst wäre es ein bisschen komplizierter und aufwendiger gewesen, die Erstellung. Man muss auf gut Glück anfangen. Im Original Minesweeper ist der erste Klick immer frei. Hier nicht. Ah. So.
Die Color Codes sind hier zum einen mal, damit man sie sich anschauen kann, aufgelistet. Von 0 bis 8 sind es nice. Color Codes. Und wenn man hier ist, kann man auch auf die Slimes gucken. Die Slimes haben den entsprechenden Namen, der dann dem entspricht, wie viele Minen in einem Umkreis 1 um die Felder sind, also bekannte Minesweeper-Regeln. Und da anhand dessen kann man das Ganze dann lösen. Wenn man im Dreidimensionalen spielt, kann natürlich theoretisch bis zu 26 Bomben um ein Feld sein. Aber die Farben gehen eben nur hier bis zu dieser Farbe hier, das dann 8 oder mehr bedeutet. Und dann muss man halt eben wohl oder übel immer nachgucken, wie viele da rum sind. Aber ich muss sagen, in einem lösbaren dreidimensionalen Feld hatte ich noch nie mehr als 7 oder 8 um ein Feld drumherum. Es kann natürlich mit Pech immer passieren, aber das passiert dann auch sehr selten. Ich denke, es wäre auch nicht übersichtlicher gewesen, wenn ich noch mehr Farben eingepackt hätte, weil ich hätte jetzt nicht gewusst, wo ich die Grünen einordnen soll, weil Grün hat ja immer so diese Alles-ist-okay-Stimmung und eigentlich wäre Grün höchstens für 0 gut gewesen, meiner Meinung nach. Gut, so viel dazu. Das ist das ganz okay, oder? Man sieht, hier an der Seite sagen, kann man sehen, wie viele man noch lösen muss. Und man gewinnt hier nicht, indem man die Bomben entschärft, sondern indem man alle Fake-Bomben, sag ich mal, aktiviert. Und 46 Fake-Bomben verstecken sich hier jetzt gerade noch. Man kann zum Lösen beliebig sämtliche Blöcke, außer vielleicht Redstone-Blöcke oder Redstone-Fackeln, hier hinsetzen. Das macht überhaupt nichts aus. Und um einen Block wegzuschlagen, ihr habt es ganz am Anfang schon mal gesehen bei mir, einfach draufschlagen und dann wird er umgewandelt. Es macht auch nichts, wenn man nochmal draufschlägt, nur auf die echten Bomben. Wenn man schlägt, explodiert das TNT halt. Vielleicht wollt ihr das auch mal vorführen oder wollt ihr das Feld jetzt lösen? Eigentlich. Ja, dann machen wir hin, Ja, wir sind ja schon dabei. Ich könnte natürlich derweil mal erklären, wie es ungefähr funktioniert, aber das ist natürlich, wie bei Command-Logs immer, sehr, ich sag mal, schwer nachzuvollziehen. Spätestens jetzt, seitdem alles wirklich so hintereinander ist. Mal zur Berechnung des Spiels im Allgemeinen. Ich registriere im Endeffekt jeden Tick erstmal mit dem ersten Execute, ob das Spiel noch läuft. Solange Win größer als 0 ist, kann man noch gewinnen. Win wird entfernt, sobald man gewonnen oder verloren hat. Dadurch wird dann nicht mehr unnötig hier alles ausgeführt. Dann wird auf jeden Spieler ausgeführt. Und zwar in einem Umkreis von 7. Warum habe ich das gemacht? Um Performance zu sparen. Das heißt, es wird immer nur um die Spieler herum geguckt. 7 ist die maximale Distanz, in der man schlagen kann. Um die Spieler herum wird geguckt, ob ein Block weggeschlagen ist. Ich mache das Ganze, indem ich Execute auf den Slime, auf die Slimes mache, die im Bereich sind. Das auch. Hier. Das ist dieses Execute mit Radius 7. Und dann Detect auf Air. Wenn Air ist, ist der Block weggeschlagen. Und dann kriegt genau dieser Slime State 1. Dadurch muss ich dann im späteren Verlauf nicht mehr mit Detect arbeiten, sondern kann immer mit dem Scoreboard arbeiten. Und das Einzige, was jetzt dann hier gemacht wird, ist, es wird geguckt. Ah, ihr habt's gewonnen. Sauber. Es wird geguckt. Für jeden, wo State mindestens 1 ist, wie viel außenrum ist. In dem Fall zum Beispiel 3. Und wenn 3 außenrum sind, wird die Wolle dieser Farbe gesetzt. Und weiter hier hinten. Sollen wir jetzt mal explodieren lassen? Moment. Das können wir ja dann mal machen, wenn ich hingucke vielleicht. Hä? Deswegen wollte ich gucken. Und weiter hinten. Weiter hinten wird dann hier nochmal auf 3 gecheckt und hier wird dann der Name geändert, Custom Name 3. Ne? Und die Farben gehen, wie gesagt, nur bis zu dieser Farbe. Das heißt, hier ist alles, was über Surround 8 ist oder gleich Surround 8, wird dann diese Farbe. Aber leider für die Zahlen, für die Namen, musste ich für jedes, für jeden Surround-Wert, sage ich mal, einen extra Command mit dem entsprechenden Custom Name machen. Deswegen ist das hier auch alles zu lang. Und hier hinten werden dann noch diverse Werte zurückgesetzt. Ich will da jetzt nicht so ins Detail gehen. Auf jeden Fall an dieser Stelle hier hat man dann auch verloren. Hier wird nämlich gecheckt, ob Bombe 1 ist. Das heißt, in dem Feld ist eine Bombe.
und dann explodiert alles. Wenn man nicht will, dass alles explodiert, kann man dieses Redstone hier wegschlagen. Dann wird dieser Befehl nicht ausgeführt, der das TNT zündet. Aber es ist natürlich viel spannender, wenn bei einem falschen Klick sofort alles explodiert. Verloren hat man in jedem Fall, egal ob dieser Block hier weg ist oder nicht. Gut. Da wir gerade davon sprachen, dann erlaube ich mir mal jetzt wild rumzuklicken. Kannst auch eins. Schon habe ich was Falsches erwischt und ihr seht's. Dann hat man auf jeden Fall keine Chance mehr zu gewinnen. Oh, es hat eins überlebt. Unglaublich. So. Und dann ist alles zerstört. Daher auch diese Linie, weil das TNT kann durchaus auch etwas in diese Richtung fliegen. Und ich meine, es kann eigentlich nichts Wichtiges kaputt gehen, weil die Command-Blöcke gehen ja nicht kaputt, aber es würde halt dieses wunderschöne Gebäude und die Schilder würden kaputt gehen. Das wäre natürlich nicht so schön. Ja. Jetzt wollen wir uns aber auch mal ein dreidimensionales Feld anschauen, würde ich sagen. Wir machen mal 5 mal 5 mal 5. 15 und passt schon, oder 15, wegen weniger vielleicht. Ja? Ja, das machen wir mal 13, eine Glückszahl. Und mein Doktor war mal wieder schneller als ich. Ich wollte es eigentlich schön hinschauen. Deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal. es ist so, man kann einfach immer ein Feld setzen. Das alte wird dann immer sofort gelöscht. Also, das kann man beliebig oft machen. Irgendwann leckt wahrscheinlich Minecraft zu Tode. Aber ihr seht auf jeden Fall, ich habe es vielleicht jetzt in einer kurzen Slow-Mo gezeigt, falls das schön war. Die Slimes werden erst in eine Reihe aufgespannt. Wenn das dann, wenn diese Achse, also die X-Achse fertig ist, werden sie in Y-Achse in die Höhe gespannt. Und wenn die fertig ist, werden sie in die Z-Achse in die Breite gespannt. Und wenn das dann fertig ist, wird das TNT zufällig verteilt. Das dauert dann je nach Menge des TNTs natürlich 1-2 Sekunden. Und sobald dann hier dieses TNT auftaucht, also diese TNT-Blöcke, also diese Ansicht auftaucht, ist es fertig und man kann anfangen. Es ist dann auch der Moment, wo hier unten dann drin steht. Ja, und jetzt wird es halt schon deutlich, deutlich, deutlich schwerer im dreidimensionalen Raum. Aber ich muss sagen, es macht unglaublich Spaß. Es ist eine echte Herausforderung. Wir danken den zwei Wünschenden für diesen Wunsch, weil es hat wirklich Spaß gemacht und wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Umsetzung. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Auf jeden Fall. Es ist sehr bequem zu steuern. Das Einzige, was jetzt noch kommt, ist eben die Geschichte mit diesen Slimes hier. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, man hätte ja einfach Schilder nehmen können. Ja, kann man auch. Ist auch integriert. Das Problem ist nur, der Snapshot buggt. Und zwar funktionieren Schilder, die mit Z-Block gesetzt werden und Text enthalten, derzeit nicht im Multiplayer. Das heißt, es werden alle gekickt. Es würde jetzt viel zu lange dauern, bis dieses Feld hier fertig gemacht würde. Deswegen macht mal bitte jetzt nichts. Wenn ihr das im Singleplayer spielt, könnt ihr hier diesen Knopf drücken. Dann wird eine andere Routine aktiviert. Zack. Und zwar ist es dann diese Routine. Normalerweise ist es diese Routine. Und es ist diese Stelle, wo die Zahlen gesetzt werden. Jetzt stehen hier nämlich die Schilder und nicht mehr das mit dem Custom Name. Wir machen jetzt mal ein neues Feld auf. Oh je. Weil dazu kommt dann noch, dass die Slimes nicht mehr rausgucken, weil man sie nicht mehr braucht, um sie anzuschauen. Dadurch sieht das Ganze ein bisschen hübscher aus. Und man hat den Vorteil, das habe ich jetzt vorher gar nicht gezeigt, dass man zum Markieren auch Sachen oben drauf setzen kann. Das geht natürlich nicht, wenn die Slimes das sind, weil die im Weg sind. Und jetzt schaut mal ganz genau auf die zwei hier, wenn ich jetzt hier was wegschlage. Und tschüss. Sie wurden gekickt, weil hier ein Schild angebracht wurde. Aber wie gesagt, im Singleplayer, ich bin noch da. So kann man wunderbar spielen. So, wenn man sich auskennt wie ich, weiß man natürlich, wo keine Bomben sind. Und der Witz ist jetzt auch, solange diese Schilder da sind, können die beiden nicht mehr joinen. Es wird immer die gleiche Fehlermeldung kommen. Also wir haben den Bug schon reported, aber so wie wir mein Mojang kennen, wird sich da so schnell nichts tun. Wenn ich jetzt die Schilder wegschlage, sobald alle weg sind, können sie wieder joinen. Das ist echt eigenartig, was da falsch läuft. Und tschüss. wenn man das Feld löschen will, ist hier hinten ein Knopf dafür. Aber man kann es, wie gesagt, auch mit einem neuen Ei löschen. Wenn man zum Beispiel hier 000 einstellt oder negative Zahlen, wird einfach gar kein Feld erstellt. Also wir haben hier keine Abfrage, ob das Feld gültig ist oder ob genügend oder zu viele Minen drin sind. Da ist halt jeder ein bisschen selbst gefordert. Wenn man einen Schmarrn eingibt, kommt halt auch nur ein Schmarrn raus. Ne? Ja. Gut. Jetzt habe ich mich heiser gelabert, habe lang gelabert. Ich hoffe,
Ihr seid mit der Umsetzung zufrieden, vor allem die zwei Wünschenden. Auch vor allem Simon Brich, der sich selbst schon an einem dreidimensionalen versucht hat, aber ich glaube, Probleme mit der Anzeige hatte. Vielleicht ist das ja eine schöne Inspiration, um deine Version zu ändern oder einfach nur meine Version zu nehmen. Eine letzte Sache noch. Ich wollte das Ganze eigentlich als One Command rausbringen. Und es ist eigentlich auch One Command tauglich, mal von den Schildern hier abgesehen. Die müsste man wohl etwas abspecken, weil das zu viele Zeichen sind. Aber wenn es mal für die 1.9 oder eben einen Snapshot einen schönen One Command Creator gibt, wir haben jetzt gar nicht danach geguckt, weil wir nicht darauf hingearbeitet haben. Aber wenn es da mal einen gibt, würde ich da vielleicht mal ein paar Tweaks noch einbauen, wenn möglich. Und das Ganze als One Command releasen. Vor allem, wenn dieser Bug hier zum Beispiel weg ist. Und wenn dann ein anderes Feature noch integriert ist, könnte man auch diese ganzen Command-Blöcke hier, diese ganzen 26, für die Schilder in einen packen. Aber leider kann man nach wie vor nicht JSON-Texte auf Scoreboards von Entities beziehen. Wodurch das nicht so einfach möglich war und jedes einzeln geschrieben werden muss, jeder Befehl. Ja, gut, dann war's das. Viel Spaß noch, bis nächsten Mittwoch. Servus. Ciao. Tschüss.